Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Full Day of Eating Video, einem ganz besonderen Special, denn ich bin gerade in einer Shred-Diät, und zwar From Fit to Shredded, eine 4 Wochen Hardcore-Diät, wo ich versuchen werde, das maximal mögliche Ergebnis aus mir rauszuholen. Ich habe jetzt schon innerhalb von 15 Tagen einiges an Kilos runtergeworfen. Ich bin mega, mega zufrieden, wie es gerade läuft, aber es ist auch eine ganz besondere, eine sehr, ja, wie soll ich sagen, aggressive Diätform, die ich euch gerne dann auch mal im Laufe des Vlogs hier kurz vorstellen möchte. Und ja, werde jetzt erstmal einen kleinen Einkauf erledigen, denn ein besonderes Special habe ich heute auch noch mit dabei. Ich werde keine Supplements benutzen, also zumindest keine Protein-Supplements, um euch einfach auch zu zeigen, wie man sich mit ganz normalen alltäglichen Lebensmitteln, so wie man das früher gemacht hat, auch ohne weiteres seinen Eiweißbedarf decken kann. Ja, würde sagen, ich gehe jetzt mal rein, kaufe die Sachen ein und daheim gibt es ein kleines Einkaufs-Unboxing, könnte man sagen. Das Ganze aber wirklich nur im Kontext Proteinquellen. Es gibt ja bereits einen sehr ausführlichen Einkaufsguide, wo ich auf alle Lebensmittelkategorien eingehe. Aber heute wirklich das Thema Eiweiß im Fokus und ja, ich sag mal preiswerte, aber sehr hochwertige Eiweißquellen. Rein geht's jetzt, einkaufen, dann in die Küche, damit gefrühstückt, Freunde. Ich habe nämlich richtig, richtig Hunger. Also, bis gleich. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, habe ich hier schon soweit alles für euch vorbereitet und werde euch jetzt mal ein bisschen was zu den einzelnen Proteinquellen sagen, was so mein Gedanke dabei ist. Wie gesagt, im Hinterkopf behalten. Es geht hier wirklich darum, euch auch preiswerte Proteinquellen zu zeigen, die auch hochwertig sind. Natürlich hätte ich jetzt hier auch noch Lachs mit auf den Tisch packen können. Lachsfilet. Nutzt das sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, ist halt einfach nicht wirklich preisgünstig. Ich bin gerne bereit, diesen Preis auszugeben, aber vielleicht sind da draußen Schüler, Studenten und ich meine, ich war auch in der Situation und weiß einfach so, klar, so lecker auch ein Räucherlachs ist, aber 200 Gramm dann irgendwie 4-5 Euro auf den Tisch zu latzen, kann man mal machen, aber wirklich so alltägliche Proteinquellen sind es dann in der Regel für die meisten da draußen wahrscheinlich nicht. Ihr werdet auch sehen, dass ich hier zum Beispiel kein Fleisch habe, also klar, zum Beispiel auch Hähnchenbrustfilet kann man relativ günstig kaufen im Discounter oder auch zum Beispiel mageren Aufschnitt. Ich habe den Konsum einfach für mich massiv reduziert und achte da mehr auf Qualität. Aber wie gesagt, ich will da gar nicht den Moralapostel spielen. Dennoch, ich war in der Position, dass ich einfach auch auf solche Proteinquellen zurückgegriffen habe. Und das war auch gar kein Thema. Ja. Also 500 Gramm Hähnchenbrustfilet bekommt man irgendwie für 3,50 Euro. So, kann man natürlich auch nutzen. Habe ich jetzt hier nicht drauf. Würde ich aber definitiv mit auf diese Liste der preisgünstigen und hochwertigen Proteinquellen setzen. So, und jetzt zeige ich euch mal, was ich hier so eingekauft habe. Gerade sowas wie Magerquark ist wahrscheinlich auf Platz Nummer 1, liefert halt wirklich extrem gute Nährwerte zu einem verdammt günstigen Preis. Das ist auch super spannend, das ist so ein Kräuterquark, liefert auch echt gute Nährwerte zu einem verdammt guten Preis. Das sind 200 Gramm für 50 Cent. Genauso auch Mozzarella, finde ich, ist auch immer eine klasse Alternative. Liefert auch eine gute Portion Eiweiß, gibt es als Light-Variante. Frischkäse wird oft unterschätzt, aber liefert auch 12 Gramm auf 100 Gramm, also ist auch gar nicht so wenig. Körniger Frischkäse, ein Klassiker, genauso auch wie Feta-Käse, hat ein gutes Verhältnis von Fett zu Protein, wie ich finde, und der Salakis hier ist mega, mega lecker. Käse definitiv auch ein geiles Lebensmittel hier in der Light-Variante, genauso auch wie Reibekäse und natürlich nicht zu vergessen Eier, Freunde, sind wahrscheinlich so mit die hochwertigsten Proteinquellen, Quelle, die man sich gönnen kann. Was man dann auch mal nehmen kann, also sowas finde ich auch ganz geil, ist ein Proteinsnack. Gibt es mittlerweile auch von den Hausmarken, das ist jetzt nicht von Penny, das ist von Beedle, aber ist günstiger als der von Ermann und wie ich finde auch eine ziemlich coole Option, wenn man zwischendurch mal Bock hat auf was Süßes, Cravings hat und wie gesagt, heute keine Supplements. Thunfisch liefert 40 Gramm Eiweiß, kostet, wenn ihr das auch so in so Multipacks kauft, dann keine 1,19 Euro mehr, sondern ist meistens auch günstiger zu bekommen. Klar kann man mit Kichererbsen, Kidneybohnen, weißen Bohnen arbeiten, aber die liefern halt echt wenig Protein auf doch verhältnismäßig viele Kohlenhydrate, also verhältnismäßig, was bei Low Carb halt nicht gut funktioniert. Genauso auch wie Kidneybohnen jetzt nicht unbedingt Low Carb geeignet sind, die liefern 8,4 Gramm Eiweiß. Linsen genauso wenig, sind aber allgemein eine sehr gute, günstige Proteinquelle. Die liefern immerhin auf 100 Gramm knapp 30 Gramm Eiweiß. Für Veganer sicherlich auch nochmal interessant, so Tofu. Ich setze am liebsten auf Räuchertofu, wobei ich eigentlich so gut wie keine Sojaprodukte mehr konsumiere. Einfach weil, Phytoöstrogen und so weiter. Schreibt auf jeden Fall
Fall mal in die Kommentare, was ich hier an Lebensmitteln vielleicht noch vergessen habe, was man noch ergänzen könnte. Und ich werde jetzt erstmal mit einem leckeren Frühstück starten. Ich habe nämlich mega Hunger, Leute. Ich werde euch einfach mal einen schönen Low-Carb Mug Cake zeigen. Heute werden wir das Ganze auf Basis von Obst machen, als natürliche Süße letzten Endes. Bei Obst, Thema Low-Carb, ist man ja auch immer so ein bisschen, ja, kann ich Obst essen? Ja, nein. Also natürlich gibt es einige Obstsorten, die da mehr oder weniger zu empfehlen sind. Eine Banane ist jetzt nicht unbedingt eine Low-Carb-Obstsorte. Mit Beerenfrüchten kann man eigentlich super gut arbeiten, genauso auch wie ein Apfel. Ich werde jetzt mir quasi einen schnellen Apfelkuchen-Mug-Cake zubereiten, den ich euch dann zeige. Das Ganze auch nochmal mit einer leckeren Creme toppen, wo ich vielleicht auch ein paar Beeren dazu mache. Aber ich zeige euch einfach mal, was wir dazu brauchen. Aus diesen Zutaten werde ich mir jetzt erstmal einen richtig leckeren Apfel-Karottenkuchen-Mug-Cake zubereiten mit einem ganz besonderen Highlight-Topping, aber dazu gleich mehr. Ich habe hier drei Mehlsorten, die möchte ich euch super gerne vorstellen, weil sie extrem sinnvoll sind für eine Low-Carb-Diät. Und zwar haben wir hier einmal Hanfmehl. Viele wissen gar nicht, wie viel Eiweiß das liefert. Schaut mal, 40 Gramm bei 12,5 Gramm Fett. Erdnussmehl feiere ich auch mega ab. Das liefert auch 50 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm bei gerade mal 7,3 Gramm Fett. Und ich werde heute einfach eine Mischung nehmen aus Mandelmehl und Erdnussmehl, weil ich den Geschmack einfach mega feiere. Peanut ist immer geil. Also setzt hier wirklich auch auf gute Mehlsorten. Da habt ihr auch schon eine gute Portion Eiweiß drin. Dadurch, dass wir auch noch Eier mit reinpacken und ein bisschen Proteinpudding, haben wir mehr als genug Eiweiß auf jeden Fall am Start. Die Süße bekommen wir hier über den Apfel rein. Da ich auch satt werden will, ein kleiner Volume-Hack an der Stelle, einfach mal eine geraspelte Möhre mit dazugeben. Die liefert auch noch mal ein bisschen Süße, schmeckt extrem lecker. Klar, ich würde jetzt hier noch Proteinpulver mit dazugeben, aber ich bin mal gespannt, wie das ohne schmeckt. Hatte ich auch länger nicht mehr. Und der Proteinpudding, der wird am Ende so ein bisschen drauf gestrichen als ja süßes Topping. Also ihr seht, ich habe hier einfach nur die Möhre geraspelt, hier mit diesen kleinen, nicht mit dem großen. Einen halben Apfel dazugegeben, die andere Hälfte, die brauche ich für heute Abend. Hier ist ein Mandelmehl. Jetzt kommen noch die zwei Eier dazu und dann werden wir das Ganze einfach mit einer Gabel schön verquirlen und dann landet das auch in der Mikrowelle. Und ach so, was ich natürlich auch noch mit dazugeben werde, eine richtig, richtig gute Portion Zimt gehört immer mit. Apfelzimt muss sein, Leute. Zimtliebe ist am Start. Und ich zeige euch aber nochmal die Konsistenz vorher, bevor es in die Mikrowelle kommt. Ich habe das jetzt in eine kleinere Schüssel gegeben. Ihr seht, das ist schön cremig. Was ihr natürlich auch noch zusätzlich nehmen könnt, um das zu süßen, ist sowas hier. Erythrit, das ist hier 0 Kalorienzucker, könnte man sagen, oder Flüssigsüßstoff, oder ihr lasst das raus und esst es einfach so. Aber schiebe ich jetzt erstmal in die Mikrowelle. Schaut euch bitte mal dieses Prachtexemplar hier an. Auf den warmen Mugcake dann nochmal ein bisschen Schokopudding gegeben und ein paar Tiefkühlblaubeeren. Das ist so ein fluffiges Teil geworden und ihr könnt ja schon mal Feedback geben, ob ihr das hier auch genauso frühstücken würdet. Boah. Und jetzt wollen wir mal auf den Low-Carb-Fehler Nummer 1 zu sprechen kommen. Fehler Nummer 1 ist meiner Meinung nach, dass viele eine Low-Carb-Diät aus Prinzip machen. Und zwar aus dem Prinzip, dass sie sich dadurch erhoffen, besser, schneller, effektiver abzunehmen. Das wird ja nach wie vor in vielen Medien so kommuniziert, Zeitschriften, Magazine. Dann gibt es natürlich die Hardcore-Low-Carb-Verfechter, die das mit ihrer Insulintheorie versuchen, plausibel zu erklären, was natürlich erstmal für den Laien total logisch klingt, aber wenn man sich wirklich auch mit der Materie auskennt, eigentlich weiß, dass es kompletter Nonsens ist. Und das ist auch wissenschaftlich belegt. Eine Low-Carb-Diät ist keine überlegene Diätform gegenüber anderen Diäten, wenn, und das sind zwei ganz wichtige Voraussetzungen, das Defizit gleich gehalten wird und auch der Proteinanteil gleich gehalten wird. Die anfänglichen Erfolge, die man mit Low Carb hat, die sind eigentlich nur aufgrund des Wassers, was ausgeschwemmt wird, weil eben kein Glykogen mehr in deinem Muskel ist. Also ich selbst bin auch absolut kein Fan davon, sage ich ganz ehrlich, vor allen Dingen in Kombination mit dem Krafttraining halte ich das wirklich als suboptimale Ernährung, vor allen Dingen auch im Kontext Muskelaufbau finde ich das nicht optimal, weil wir dürfen halt nicht vergessen, Kohlenhydrate sind nun mal der primäre Brennstoff, um wirklich auch diese Leistung zu erbringen. Und nicht nur das, Kohlenhydrate haben sehr, sehr viel mehr wichtige Funktionen. Ja. Sie unterstützen die Regeneration, sie sorgen für eine verbesserte Schlafqualität.
Insulin ist ein super anaboles Hormon. So, warum mache ich jetzt aber eine Low Carb Diät? Ich bin vor Corona mit 95 Kilo in die Diät reingestartet, habe dann während der Zeit ungefähr 10 Kilo abgenommen, habe schon einen sehr guten Körperfettanteil erreicht, also lag vielleicht so um die 11-12% rum. So, und habe mich dann dazu entschlossen, nochmal weiter runter zu cutten. Und jetzt kommt eben dieser Sonderfall. In dieser Ausnahmesituation, wenn du bereits über einen sehr niedrigen Körperfettanteil verfügst und noch tiefer gehen möchtest, also ich sage jetzt mal ganz klassisch wie eine Art Wettkampfvorbereitung, dann kann es durchaus Sinn machen, wirklich mit einer Low-Carb-Diät zu arbeiten bzw. mit niedrigen Insulinspiegeln, um diese hartnäckigen Fettdepots zu attackieren, weil der Körper sich hier sehr, sehr viel stärker wehrt. Ihr müsst euch vorstellen, das sind wirklich die allerletzten Reserven, an die man ran möchte. Und da muss man einfach spezielle Maßnahmen ergreifen. Und eine Low-Carb-Ernährung, temporär gesehen, ist solch eine spezielle Maßnahme. Und dann kommt natürlich noch ein weiterer Faktor hinzu, den man halt auch nicht vergessen darf. Wenn man halt sehr wenig Kalorien zur Verfügung hat und dann schon einen großen Anteil auf die Proteine legt. Ja? Also ich sage jetzt mal, ich bin jetzt gerade bei 2,5 bis 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Dann nochmal die Mindestmenge Fett abdeckt, die man haben sollte, ja, dann bleibt halt auch nicht mehr viel übrig für Kohlenhydrate. Das heißt, du hast automatisch eine Low-Carb-Diät. So, und bei Frauen ist das ja noch gravierender, weil Frauen in der Regel noch weniger Kalorien zur Verfügung haben als Männer. Und da wird jede Diät zur Low-Carb-Diät. So, von dem her hat man da nicht wirklich eine große Auswahl. Also, ich werde mich jetzt erst einmal an den Rechner setzen, ein bisschen was arbeiten. Dann geht's ins Training und dann gibt's auch schon ein köstliches Mittagessen, Freunde. So, eigentlich wollte ich schon im Training gewesen sein, aber wie das so ist, ich habe mich irgendwie festgeschrieben am Schreibtisch und ein paar Beiträge vorbereitet. Ich werde mir jetzt lieber nochmal eine kleine Mahlzeit gönnen, werde nochmal meine Arbeit dann abschließen und ja, heute mal ein bisschen später ins Training gehen. Und das Mittagessen, das habe ich so in der Form auch noch nicht zubereitet, also zumindest die Soße, aber die Grundidee kennen vielleicht einige von euch. Und zwar werden wir ein Zudelrezept machen, ein Gemüsenudelrezept sozusagen. Das werden wir zusammen zubereiten und dann kommen wir auch schon zu meinem Diätplan, den ich euch kurz und knapp zusammenfassen möchte und natürlich auch zu den nächsten Low-Carb-Diätfehlern. Also, die Gemüsenudeln werden wir zubereiten aus einer Zucchini und einer Möhre. Dazu braucht man einfach hier so einen Spiralschneider, der wird das Ganze dann quasi einmal so reingezwirbelt. Zeige ich euch dann, wie das ausschaut. Eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe. Dann werde ich das Ganze aufgießen mit passierten Tomaten. So, und jetzt kommt die Proteinquelle dazu, oder Quellen muss man sagen. Nämlich, ich werde hier so einen halben Kräuterquark mit dazugeben und eine halbe Thunfischdose. Die anderen beiden Hälften, die brauchen wir für später. Und auch das, Freunde, habe ich versucht zu berücksichtigen, dass ihr quasi auch nicht nur preisgünstig, sondern auch effizient so einen Tag gestalten könnt. Deswegen Hälfte bleibt übrig und würzen werden wir das Ganze mit dem Ofengemüsemix. Ihr habt sicher noch nicht mitbekommen, die Leute, die mir auf Insta folgen, schon. Ich bringe eigene Gewürzmischung, Leute. Und das ist jetzt noch nicht der finale Name, das wird Gemüseliebe heißen. Und das wird ein Gewürzmix sein, was ihr dann quasi für jegliches Gemüse verwenden könnt. Ich habe auch eine Proteinpizza, ein indisches Gewürz und so weiter. Übrigens, die Gemüsenudeln, die gebe ich ganz am Ende roh dazu, ja, also die werden nicht mitgekocht oder sonstiges, sondern dann am Ende einfach runtergehoben, aber erstmal zu Step 1. Wir sind schon mittendrin, also ganz easy. Ich habe jetzt einfach einen Teelöffel Olivenöl hier reingegeben und dann Zwiebel und Knoblauch anbrutzeln. Ganz wichtig, arbeitet auch wirklich mit Portionierern. Also so ein Teelöffel entspricht ungefähr 5 Milliliter, ein Esslöffel ungefähr 10 bis, wenn es ein großer ist, 12 bis 15. Da müsst ihr so ein bisschen Augenmaß entwickeln. Bevor jetzt der Knoblauch anbrennt, kommt jetzt hier die Tomatensauce rein. Dann gebe ich noch circa einen Esslöffel hier vom Tomatenmark mit dazu, also passierte Tomaten, Tomatenmark. Dann wird das Ganze auch schon hiermit gewürzt. Ja, und in der Zwischenzeit werde ich jetzt hier die zwei Kollegen mal zu Spiralnudeln verarbeiten. Also ihr seht, die Soße ist jetzt schon ein bisschen dicker geworden. Ganz wichtig, die Temperatur reduzieren, das darf nur köcheln. Ja, seht ihr, schön dick. Gewürzt habe ich es auch schon. Und jetzt kommt hier die halbe Packung von rein, halbe Packung hiervon. Noch einmal umrühren. Hier habe ich schon die Zudels vorbereitet und die Karottennudeln. Kommen wir mal zum Live-Geschmackstest. Ich habe mich echt zurückgehalten, das vorzuprobieren, aber es duftet auf jeden Fall schon mal ziemlich nice. Und ich habe auch mal geschaut, ich habe unter 10 Minuten dafür gebraucht, um das Ganze hier zuzubereiten. Also da soll mal jemand sagen, er hätte keine Zeit dafür. Nochmal Basilikumblättchen für die schöne Optik. Richtig solides Ding. Definitiv eine Empfehlung.
Und ich blende euch mal hier die Makros ein. Sensationell, oder? Das wird jetzt erstmal gemacht, Freunde. Also, guten Hunger. So, nach dem Essen kommen wir mal auf meine eigene Diätstrategie zu sprechen. Ich orientiere mich da auch so ein bisschen an dem Rapid Fat Loss Protocol von Lyle McDonald, wo er genau schildert, wie man da vorgehen sollte. Ich mache eine modifizierte Form davon. Das heißt im Klartext, ich mache 5 Tage ein sehr aggressives Defizit im Low Carb Stil und habe dann 2 Refeed-Tage, das ist bei mir immer der Samstag und der Sonntag, wo ich dann 10% über meinen Halt gehe. Das ist wirklich nur ein Kurzzeitprogramm, das ist nichts Dauerhaftes. Umso höher das Defizit ist, umso tiefer man mit dem Körperfettanteil ist, desto höher ist auch das Risiko, Muskelmasse zu verlieren. Aber ich selbst bin gewillt, dieses Risiko in Anführungsstrichen in Kauf zu nehmen. Ich mag aktuell auch einfach so ein bisschen den etwas drahtigeren Look, sage ich mal, von dem her, ich weiß, worauf ich mich da einlasse. Aber das sollten eben auch die Leute da draußen wissen, dass dieses Risiko besteht. Und für Frauen wäre diese Diät sowieso nicht geeignet, weil es ein viel zu hohes Defizit ist, auch zu wenig Fett enthalten ist, was einfach zu hormonellen Problemen führen würde. Und das eben auch dauerhaft. So bei Männern ist das relativ schnell wieder reversibel. Also ich werde danach auch ganz klar eine Recovery-Diet machen, sobald diese 4 Wochen eben rum sind. Ein weiterer Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass man eben nicht nur Low Carb macht, sondern das Ganze dann auch noch mit Low Fat kombiniert. Das heißt, 2 Nährstoffe aus seiner Ernährung streicht und 1 Nährstoff davon, nämlich Fett, ist ja essentiell. Also essentiell wichtig für unsere Gesundheit, aber auch für unsere Performance, für unser Wohlbefinden. Und dafür aber das Eiweiß viel zu hoch schraubt, wodurch natürlich ganz klar auch ein Nährstoffmangel entsteht. Und ab einer gewissen Menge macht halt mehr Protein auch nicht mehr Sinn im Sinne der Sättigung, des Muskelschutzes und so weiter. Deswegen bitte nicht diesen Fehler machen, Low Carb und Low Fat zu kombinieren. Mache ich heute auch nicht. Ihr seht, dass ich dann eben Volleier nutze, statt wie einer Low-Fat-Ernährung wahrscheinlich nur Eiklar nutzen würde oder wie auch immer. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht auch Low-Fat-Produkte nutzen darf, wie zum Beispiel Käse und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang gibt es natürlich auch einen weiteren Fehler. Man kann natürlich auch eine Low-Carb-Ernährung machen und das mit Low-Protein kombinieren. Und das ist natürlich auch nicht sinnvoll, wenn man zu wenig Protein in einer Low-Carb-Diät konsumiert, denn das hat gerade im Kontext Muskelmasse natürlich stark negative Effekte, weil das natürlich ein großer Schutzfaktor ist, dass wir in einem Defizit auch ausreichend Eiweiß essen, abgesehen davon, dass wir auch weiterhin intensives Krafttraining betreiben, weil das eben der 2. große Schutzfaktor ist. Ich gönne mir jetzt hier nebenbei gerade, nein, das ist kein Every Workout, heute mache ich komplett ohne Supplements, habe ich gesagt. Das ist tatsächlich der Synergy, das ist unser Energy Drink mit L-Theanin und Koffein. Finde ich aktuell ziemlich geil, schön eisgekühlt, gönne ich mir jetzt vorm Training und damit erstmal Gas gegeben und dann gibt es eine ordentliche Post-Workout-Mahlzeit, Freunde. Also bis dahin. Die letzte Mahlzeit liegt schon ganz Weilchen zurück. Habe aber gut trainiert, ordentlich Power gehabt im Training, erstaunlicherweise. Und würde sagen, jetzt bereiten wir mal zusammen eine richtig leckere Abendmahlzeit zu. Es ist ein kleines Experiment, ich habe das so tatsächlich noch nie probiert, aber ich nutze gerne diese Full Day of Eatings, um auch mal neue Dinge auszuprobieren. Und zwar möchte ich eine Fun-Pizza machen, also das gibt's bereits, aber das Ganze mit einem besonderen Topping. Und wie wir das zubereiten, das zeige ich euch jetzt. Den Teigboden werden wir zubereiten aus Mandelmehl, Speisequark, Backpulver und einer Prise Salz. Außerdem werde ich auch noch ein bisschen was hier von dem Protein-Pizza-Gewürz reinmachen. Im Prinzip eine Mischung aus Oregano, Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver, das ist halt wieder mein eigener Mix. Und dann werden wir uns so eine Art Salat zubereiten, sage ich mal, und zwar aus Tomate, Gurke, rote Zwiebeln, Thunfisch, Mais, Frühlingszwiebel und dem Kräuterquark. Das werden wir einfach zusammen vermischen und mein Plan ist es dann im Prinzip auf den Teigboden zu schmieren und das als eine Art Pfannpizza dann zu servieren. Schauen wir einfach mal. Ich glaube, schmecken wird es auf jeden Fall, aber Step by Step. Jetzt machen wir uns erstmal hier an den Teig ran, ab in die Schüssel damit. Boah, schaut mal, Konsistenz ist mega, mega nice. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt auf den Teigling macht, den ich jetzt als nächstes zubereite. Aber wirklich ganz einfach, alle Zutaten fein gewürfelt, in eine Schüssel gegeben, vermengt mit den Kräutern, Gewürzen und fertig. So, Teigling hätten wir dann auch zubereitet und zwar wie folgt. Ich habe 100 Gramm Mandelmehl genommen, wobei ich 10 zum Ausrollen beiseite gelegt habe, quasi 90 Gramm Mandelmehl, Backpulver und 75 Gramm Magerquark. Wirklich, lasst euch Zeit, gebt nicht zu früh Wasser hinzu. Ja? Dann habe ich 1-2 Esslöffel Wasser hinzugegeben, das Ganze wieder vermengt, bis es so ein
ja, knetbarer Teig war, der eben nicht klebrig ist, wie man sehen kann. Orientiert euch einfach an meinem Proteinpizza-Rezept. Da steht nochmal die Zubereitung. Ich habe auch ein Video dazu zur Proteinpizza, wo ihr das auch nochmal seht, wo ich nochmal die Tipps gebe, wie der Teig nicht klebrig wird. Und dann wird das eben so ein Teigling. Und das werde ich jetzt, ohne die Pfanne einzufetten, einfach hier reingeben, im Prinzip wie meinen Naan ausbacken und das Ganze dann mit der Creme bestreichen. So, heiß, heiß, heiß. Das kommt jetzt hier auf mein geiles Ikea Kitchenbrettchen. Wie nice ist das bitte? Das werden wir jetzt erstmal schön hiermit belegen. So richtig darauf, das hier zu essen. Und dann gibt es natürlich auch die nächsten Fehler und Tipps. Die kann nur geil schmecken, ich wusste es. Dann kommen wir mal auf die nächsten Fehler, aber auch Tipps zu sprechen. Eine Sache, die mir auch sehr häufig auffällt, ist die, dass Gemüse und Obst häufig nicht getrackt wird. Das heißt, im Prinzip Low Carb als eine Art Pfeifferschein genutzt wird. Übrigens teilweise sogar gar keine Kalorien getrackt werden, weil die Leute tatsächlich denken, dass da irgendwie eine magische Formel dahinter ist, dass man Kohlenhydrate rauslässt und dadurch im Prinzip die Kalorienbilanz außer Gefecht gesetzt wird, was natürlich nicht so ist. Vor allen Dingen würde ich auch Obst vor allen Dingen, einfach weil es von den Kalorien her nochmal mehr Kalorien enthält als jetzt zum Beispiel Gemüse, aber auch Gemüse tracken, vor allen Dingen, wenn man zu den Personen gehört, die doch recht viel Gemüse essen. Wenn ihr jetzt irgendwie am Tag ein Kilo Brokkoli und ein halbes Kilo Blumenkohl esst, dann sind das auch schon Kalorien, die natürlich mit ins Gewicht fallen können. Ein Tipp an der Stelle auch noch, was jetzt aber eher so im Trainingskontext gehört. Und das ist ganz interessant, weil ich hatte eben gerade Diskussionen selbst im Training, weil ich halt so ein bisschen mit jemandem ins Gespräch kam, auch über meine Diät gesprochen habe, über den Low Carb Ansatz und dann fing er an zu erzählen, dass er in der Diät anfängt, das Training zu verändern, dass er anfängt, ja, teilweise weniger zu trainieren oder dass er auch teilweise mit höheren Wiederholungszahlen trainiert. Ich würde weiterhin versuchen, die Trainingsintensität so hoch wie möglich zu halten, einfach weil das eben wichtig ist für die Muskulatur. Was ich nicht mache, ist, dass ich noch sehr, sehr niedrig, also mit niedrigen Wiederholungsbereichen arbeite, also zum Beispiel sowas im Bereich von 4 bis 6 und sehr hohe Intensitäten, sondern ich orientiere mich dann eher so zwischen 8 bis maximal 15, eher 8 bis 12, so der klassische Hypertrophiebereich. Also da müsst ihr jetzt auch nichts dran verändern und irgendwie denken, dass ihr mit mehr Wiederholung eine bessere Definition erzielt. Vielleicht das auch nochmal so als kleiner Tipp nebenbei. Gerade wenn man schon mit weniger Kohlenhydraten arbeitet und nach wie vor aber trainiert, achtet auch so ein bisschen auf das Kohlenhydrat-Timing. Also esst die Kohlenhydrate nicht irgendwann am Tag, sondern versucht wirklich die Kohlenhydrate, die ihr habt, vor und nach dem Training im besten Falle zu platzieren. Weil vor dem Training habt ihr einfach den Effekt, dass ihr damit nochmal einen ordentlichen Energieschub habt, was euch definitiv auch im Training zugutekommen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich würde auch nach dem Training auf Kohlenhydrate zurückgreifen, einfach um ja diesen Regenerationseffekt zu nutzen, um die Glykogenspeicher möglichst schnell aufzufüllen. Hat auch einen Anabolen, einen muskelschützenden Effekt. Von dem her auch das vielleicht nochmal als kleiner Low-Carb-Tipp, was das Training betrifft. So, aber jetzt geht's auf die Couch, Freunde, und dann wird Quark gefuttert. Runde 2. 22:15 und dementsprechend auch Zeit für die letzte Mahlzeit des Tages. Das war, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre so mein Standardessen abends auf der Couch vor dem Schlafengehen. Ist auch tatsächlich eine klasse Mahlzeit dafür, weil es wirklich eine gute Proteinquelle ist, eine langanhaltende Eiweißquelle in Form von Casein und ja, einfach auch lecker schmeckt nach wie vor. Und zwar der klassische Magerquark mit Obst und mit Nüssen. Das Ganze natürlich verfeinert, nein, nicht mit Chunky Flavor, weil heute keine Subs, sondern mit Flüssigsüßstoff. Das war früher schon ein ganz besonderes Highlight. Das sind jetzt 400 Gramm Magerquark. Da habe ich Beerenfrüchte untergerührt und noch den halben Apfel von heute Morgen, falls ihr euch erinnert. Da werde ich jetzt noch 15 Gramm Walnüsse reingeben als Crunch. Und das Ganze habe ich gesüßt mit einem Spritzer Flüssigsüßstoff. Ja, also könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Aber ihr habt eine ordentliche Portion. Und ein kleiner Tipp an der Stelle.
Damit das auch schön cremig wird, ja, viele kaufen ja den Skier, rührt einfach das Ganze mit Mineralwasser. Also verrührt da wirklich so 2-3 Mineralwasser-Esslöffel mit dazu und ihr bekommt genau so eine cremige Konsistenz wie der Skier. Das ist mein Abschluss für heute, Leute. Das werde ich mir jetzt schön schmecken lassen und hoffe, dass euch dieses Full Day of Eating gefallen hat in der Low Carb Edition. Ich blende euch hier an der Stelle mal die Makros des Tages ein und ich muss sagen, ich bin satt, ich bin glücklich, ich fühle mich auf jeden Fall soweit auch bettfertig, bin ziemlich K.O. von dem langen Tag, plus Training zehrt natürlich an den Kräften, aber wie gesagt, ich habe den Tag gut überstanden, ohne zu hungern. Alle Rezepte findet ihr unten in der Beschreibung verlinkt, freue mich natürlich mega über ein Däumchen, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt doch gerne mal weiter in die Kommentare, was ihr für Videos sehen wollt. Vielleicht habt ihr auch schon mein Full Day of Eating like Arnold Schwarzenegger gesehen, wenn nicht, checkt das auf jeden Fall auch mal ab, lasst ein bisschen Liebe da. Abonniert den Kanal, empfehlt ihn gerne weiter. Ihr bekommt hier auf jeden Fall immer ein bisschen Mehrwert mit dabei. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ja, wünsche euch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Euer Kamine aus IQ's Kitchen. Magerquark Gains. Ciao.